Hallihallo und willkommen zurück im Eis. Bei Conan Exile Savage Wilds. So, jetzt werden wir mal dieses Mammut-Elefantentier da unten kaputt machen. Das hat so viele Stoßzähne. Ich denke mal, da kriegen wir auch richtig geilen Stuff raus. Schade, dass ich schon wieder so überladen bin. Ich werde mal meine Leute raufschicken. Let's go, Leute. Wieso geht denn das schwer nicht? Mann. Los. Los! Die hören schon wieder nicht, ne? Können wir denn jetzt mal? Alter, die sind schon wieder alle... Habt ihr nicht zu essen bekommen oder was ist jetzt euer Problem? Alle scheiße drauf heute. Los jetzt! Go! Ihr auch! Digga! Boah, sind flutlicher Elefant. Können wir denn jetzt endlich? Leute. Boah, sind flutlicher Elefant. Also irgendwie sind die alle ein bisschen komisch heute. Ja, nicht nur anknurren, Ragnar. Let's go. Auf da. Kann doch alles nicht wahr sein hier. Na gut, ich mach der mal mit, ne? Huch. Oh oh. Oh oh oh. Oh oh oh. Ja, ja, läuft gut, ne? Leute, Leute, Leute. Das ist aber hier heute nicht so praktisch mit euch. Weil eine dicke Haut will ich eigentlich gar nicht. Ich würde gerne... Muss ich da nicht mit dem Ding rauf? Guck mal. Oder muss ich da mit der Axt drauf? Noch mit der Spitzhacke? Ich will Stoßzähne. Stoßzähne, aber nur einen. Mir wird Durst. Mir wird schwindelig vor Durst. Okay, dann trink mal was. Essen tue ich auch. Okay. Oh nein, jetzt habe ich das ganze Wüstenchili verballert. Das war ja dumm. Moment, 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 Moment. Wo ist mein Essen? Ich nehme sonst exotisches Fleisch. Ich habe jetzt gerade 3 Wüstenchili reingeballert. Na gut, das ist ja Gott sei Dank nicht teuer. Was ist denn das hier? Ein sehr kalorienreiches Abendessen. Oh, schön. Ja, dann esse ich das doch mal gleich, wenn ich wieder Hunger habe. So. Weiter geht's. Das war jetzt nicht so erfolgreich. Stoßzähne auch nicht. Ich glaube, da muss ich die, das Fleischbeil, Fleischerbeil nehmen, ne? Um die Stoßzähne zu kriegen. Lass uns das nochmal rausfinden hier, Leute. Los. So, mal gucken. Vorsintflutlicher Elefant. So, wie komme ich denn da hoch? Da wahrscheinlich, ne? Da muss ich hin. Und immer noch keine... Ich habe übrigens noch nicht recherchiert, wo es die Dinger gibt. Ich will das jetzt alleine herausfinden. Erst wenn es gar nicht mehr geht und ich wirklich überhaupt nichts finde hier im Schneegebiet an Sternmetall, dann werde ich nochmal recherchieren. Aber jetzt erstmal werde ich das noch versuchen, selbst herauszufinden. Leute... Hm, das dauert mir zu lange. Okay, jetzt haben wir es. Ein Ballon. Warum ist mir gerade so kalt? Und warum ist der Buff nicht mehr drauf? Jetzt habe ich den Buff. Okay. So, ich werde mal das Hackebeil versuchen. Wegen der Stoßzähne. Aber, ach, wegen des Elfenbeins, genau, das war's. Das Elfenbein. Ich gebe dir das mal, Digerchen. Bitteschön. Und ansonsten hätte ich noch was für... Nein, habe ich noch irgendwo Platz drin? Auch nicht.
Hier, da kann noch was rein. Noch ein zum Beispiel. Mastodonkopf. Okay. So, weiter geht's, Leute. Weiter geht's. Mal gucken, ob ich hier hoch... Da komme ich nicht hoch, aber hier hinten vielleicht. Sternmetall wäre cool. Mal kurz auf die Karte gucken. Also ich gehe immer noch davon aus, dass wir das hier irgendwo finden werden. Oder... Hier? Oder da? Guck mal, hier sind auch so Krater-Einschläge. Es könnte auch hier sein. Hm. Warte mal, was ist das da vorne? Das sieht mir fast so aus. Es könnte aber einfach nur... Oh. Was ist das da vorne? Ah nee, das ist einfach nur Eisen, ne? Oder? Ja. Ist nur Eisen. Ist das Schwarz... Schwarzeis? Das müssen wir mitnehmen. Wer kriegt das? Du. Bitte. Oh, warte. Du kriegst... Nee, irgendwer hatte doch richtiges Eis. Ach, egal. So, weiter. Wir müssen... Ich komme hier gar nicht hoch. Wie komme ich denn hier hoch? Dort? Nee. Hier komme ich da auch nicht hoch. Hm. Blöde Sau. So, wie komme ich denn da hoch, liebe Leute? Ich habe gar keine Ahnung. Also klettern, glaube ich, wird nix. Oh, was ist das denn da hinten? Ein Eispalast? Schau mal, das sieht aus wie eine Höhle. Ich habe echt keine Ahnung, wie ich darauf kommen soll zu diesem... zu diesem Dingens hier. Also das ist hier scheinbar diese Höhle. Das scheint wieder so ein Pass zu sein. Vielleicht gibt es auch da schwarzes Eis. Aber ich will, eigentlich will ich erstmal auf diese Seite hier. Ich weiß nur nicht wie. Hier vielleicht. Ja gut, dann klettern wir halt nochmal eine Runde. Ich habe gleich kein Wasser mehr, ne? Mist, verdammter. Ich will darauf. Aber es gibt bestimmt einen richtigen Weg, den ich hätte wählen können, aber ich weiß nicht wie. Aber vielleicht können wir von hier oben sehen, wo es lang geht. Oder vielleicht kommen wir nur von der anderen Seite dahin. Und da hinten ist so eine Brücke. What? Oh. Oh. Sternmetall. Sternmetall, Leute. Sternmetall. Ach, so läuft der Hase. Das heißt, da gibt es dann so Meteoriteneinschläge. Das waren jetzt ein paar, ne? Drei oder so. Also so können wir, glaube ich, nichts machen, ne? Ja. Okay, jetzt dürfen wir das testen. Okay, alles klar. Coole Nummer das. Ich weiß zwar nicht, wo die anderen Dinger jetzt hin sind. Ich habe es nicht gesehen. Okay, ich werde jetzt mit den Sprengpfeilen... Easy. Easy. Geilo. Wir können unsere Rüstung bauen. Ich freue mich.
Da kommt richtig viel Scheiße raus. Richtig gut. Sorry, ich habe schon wieder einen Jargon heute. Das geht gar nicht. Der morgendliche, sonntägliche Jargon. Wer kennt ihn nicht? So, wem gebe ich das jetzt? Dir nicht. Dir auch nicht. Dir? Ja. Du bekommst Sternmetall. Cool, 906. Okay, dann lass mal gucken, ob wir die anderen auch noch finden. Das wäre ja ganz nice. Dann haben wir das Ziel erledigt. Das ist doch richtig, richtig cool. Aber wo? Wo sind die jetzt hingefallen? Da vorne ist noch einer. Gut, dass die Qualm. Zwei sind da vorne. Ich glaube, es waren drei Einschläge, ne? Ich weiß immer noch nicht, wie ich da hochkommen soll. Komme ich denn da hoch? Ja. So, warte. Huhu. Und hier? Den machen wir danach. Oder mache ich den gleich? Wieso geht der nicht? Naja. So. Oh, cool. Dann bauen wir uns jetzt erstmal die Rüstung. Das wird nice. Richtig fett werden wir uns jetzt eine Rüstung bauen. Huch. Sigrid? Nee. Du? Ja. Nimm das. Ach, du kannst nicht mehr. Okay, das ist ja schade. Du? Auch nicht. Du? Sind alle schon wieder voll jetzt hier? Das gibt's doch alles nicht. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ganz ehrlich, Vanierstiefel? Nein. So. Okay, du trägst das. Okay, let's go. Dann haben wir noch den hier. Warum kann der nicht... Warum hat das eben nicht funktioniert? Könnt ihr mal bitte aus dem Weg gehen, Leute? Es geht nicht! Ja, cool. Da oben ist noch einer. Und hier auch. Und da auch. So, trinken. Wir werden uns hier gleich noch einen Obelisk hinbauen. So, okay. Nehmen alles mit, was geht, ja? So. Du bekommst noch was? Oh, dieses nervige Tier. So. Warte mal, ich nehme mal von dir. Das raus, gebe dir das. So, weiter. Irgendwo hatten wir... Hier ist noch einer. Ob der Elefant auch explodiert? Ja, wohl nicht. So, ja, ihr macht denn das, ne? Ich mach das hier. So. Okay, der ging schnell. Wie soll ich zu dem kommen? So, warte mal, dann versuchen wir das mal von oben.
Hier, okay. Gut. Ja, nee. Ich werde stürzen. Okay, ich glaube, wir haben alles. Was für ein Glück aber auch, dass wir direkt hier daneben waren, oder? Dass wir direkt hier... standen, als der Meteoriten-Dingsbums kam. Okay, ich würde sagen, wir machen hier einen Obelisk hin. Das ist, glaube ich, eine sehr gute Idee. So, dann bin ich auch nicht mehr so überladen. Ich mache mal hier oben, mache ich den, glaube ich, hin. Hier vorne. Weil, hier würde ich dann gerne weitermachen. Weil da vorne ist diese Passage oder was das ist. Und ich will irgendwie hier rauf. Ich weiß nur noch nicht wie. Das ist jetzt noch die Frage. Das heißt, ich nenne das Teil... Eisreise oder so. Ich nenne es erstmal Eisreise, damit wir wissen, okay, hier geht's hin. Hier müssen wir hin. Ja. Und dann können wir nämlich hier alles so ergründen, was weiß ich, dass wir das hier alles noch irgendwie entdecken. Vielleicht müssen wir auch von hier rein, ne? Das geht natürlich auch. Dass wir, guck mal, hier. Ich glaube, wir müssen von hier... ja. Wir müssen von hier rein. Dann kommt man hier nämlich irgendwie rüber und dann kommt man nämlich auf das Ding raus. Ja, alles klar. Dann lassen wir den erstmal hier. Für später. Dann können wir nämlich hier wahrscheinlich durch dieses Tor in diese Region kommen. Aber um hier hinzukommen, sollten wir über das Portal gehen, den Krater, und uns hier vorarbeiten und hier langlaufen. Alles klar. Naja, gut. Das kriegen wir hin. Eisreise heißt die Markierung. Go. Zack. Basis. Let's go. Oh, wir haben richtig viel Sternmetall. Ich freue mich. Das bedeutet, wir werden jetzt uns diese fette Rüstung bauen. Ich muss aber erstmal ein bisschen Zeug loswerden, denke ich. Hier ist nichts mehr drin, ne? Nein. So, lasst uns mal gucken. Ich werde erstmal oben das Sternmetall sonst... Achso, das Sternmetall brauche ich, Leute. Eigentlich brauche ich alles. Gebt mir bitte alles. Ich bin sowieso überladen. Ist scheißegal. Also ich nehme alles mit. Zack. Zack, 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 zack. Zack. Bin sowieso überladen. So, das nehmen wir alles mit. Ja. Hatte ich gerade? Der noch. So. Sehr schön. Dann haben wir das. Und, ja, ich schlendere mal hoch und packe mal das Sternmetall in die Forge, in den Ofen. Ein bisschen Kohle hatten wir auch noch. Ah, hier ist auch noch ein bisschen Kohle drin. Gar kein Problem. Stein, Kohle, Metall. Okay, warte mal. Kann das sein, dass da irgendwas fehlt? Oh no, warte mal kurz. Sternenmetall. 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 Barren, ne? Heißen die Sternmetallbarren? Barren. Ich musste schon wieder raustappen, deswegen hört ihr nichts mehr. Irgendwas fehlt doch hier schon wieder. Bestimmt irgendwas, was ich nicht habe, oder? Schwefel und schwarzes. Ach so! Ja, nee, denn müssen wir nochmal zurück. Schwarzes Eis und Schwefel brauchen wir. Cool. Ja, warte. Das ist natürlich jetzt so eine Sache.
Schwefel und schwarzes Eis. Ich habe kaum noch Schwefel. Wo haben wir nochmal Schwefel geholt? Habe ich vergessen. Schwarzes Eis. Haben wir noch ein bisschen? Hä, wo habe ich denn? Hier ist noch Schwefel. Okay. Warte, aber eine Sache wollte ich da nochmal kurz rüberpacken. Eisen. Ich habe Schwefel, schwarzes Eis. Und Dings haben wir. Oben haben wir noch ein bisschen Kohle. Kohle kann auch mit. Okay. Wir haben alles, was wir brauchen. Aber ohne Witz, wir hatten ja Schwefel. Im Vulkan war ja kaum der Rede wert. Da sollten es aber auch noch Steine geben. Wo hatten wir denn Schwefel? Ja. Yeah. Ich weiß es nicht mehr. Ist weg. Es ist einfach weg. So. Und Schwefel. Okay, go. Ah ja. Okay, alles klar. Dann zaubert er uns jetzt ein bisschen Sternmetallbarren. Und wir können erstmal kurz alles wegpacken hier. Und dann bauen wir uns diese schöne, lautlose Legion-Geschichte. Ja. Packe das alles hier rein. Dann packen wir hier noch ein bisschen was rein. Da auch noch ein bisschen was rein. Hier irgendwie. Warum sind die Ressourcen hier drin? Die gehören hier gar nicht rein. Die Pfeile gehören hier auch nicht rein. Nur Bauteile gehören hier rein. Das gehört hier auch nicht rein. Okay. So. Hier. Hierfür habe ich auch gar nichts. Okay. So, dann packen wir mal hier noch ein bisschen Eis rein und das Chili erstmal. Und das Ding und das Ding und das kann wieder hier unten hin. Und das, das und der Elefantenkopf kommt oben hin. Dann haben wir das noch. Grapes. Samen. Okay. Gut. Bin immer noch nicht leer. So. Oh, so cool. Okay, hier war jetzt noch ein bisschen Münze. Und hier können wir jetzt das hier noch rein. Wo ist das? Das hier noch reinmachen. Scissors. Weiß ich gerade nicht, wohin. Das weg. Die Rüstung packe ich jetzt erstmal hier rein. Unsere Rüstung. Wir haben sie ja als Kostüm angelegt, ne? Die Dinger packen wir woanders. Die werde ich mal auseinandernehmen. Das hier. Das nehme ich auseinander. Das und auch das. Plus das. Okay. Und das hier. Das kann auch weg. Das kann weg. Ja. Das passt. Okay. Alles nehmen und dann kommt das hier wieder rein. Zack. Und bitte sehr. Das kommt nach oben, das kommt ins Schlafzimmer. Das ins Schlafzimmer. Hier haben wir noch ein bisschen Fell. Schlafzimmer. Das kommt auf die andere Seite. Das in die Dekokiste. Okay. Geht gleich los. Wir lassen den noch ein bisschen, wir lassen den noch ein bisschen brutzeln oben. Hier kommen die Kerzen noch rein. Wofür brauche ich die eigentlich? Kann man die einfach hinstellen überall? Sollte ich vielleicht mal machen, so die ganzen Dekorationen, ne? Wäre vielleicht eine Idee. Geformtes Holz hier noch rein. So. Und dann noch einmal ins Schlafzimmer. Zack, zack. Jo. Passt. Mach die Tür auf. Wieso machst du die Tür nicht auf? Wieso ist die denn locked? Hä? Das ist... Wieso geht denn die Tür nicht auf? Hallo? Ragnar, könntest du bitte deinen
Hintern hier wegbewegen. Ohne Witz, verschwinde. Die geht nicht auf. Ich glaube, ich muss die Tür mal kurz rausnehmen. Was ist denn da los? Muss am passenden Slot eines vorhandenen Gebäudes angebracht werden. So. Können wir mal bitte die Tür hier reinmachen? Okay, danke. So. Was wollte ich denn gerade? Ich habe es gerade verdüst hier. Da wollte ich hin. So. Gut. Verwirrt mich alles. Okay. Achso, Sternmetall wollte ich gucken. Genau. Wieso geht das denn jetzt wieder nicht? Oh Mann. Verdammt nochmal. Okay. Ja, denn eben nicht. Hier, Sternmetall. Wir haben jetzt 53 Barren. Keine Ahnung, wie viel wir brauchen. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Diese Tür geht nicht auf. So. Wir brauchen lautlose Legion. Und zwar nehme ich die schwere Rüstung. Das heißt, ich brauche jetzt erstmal 5-mal schwere Polsterung. Richtig? 5-mal schwere Polsterung. Moment. Also nicht, dass ich jetzt hier noch perfektionierte Polsterung. Ich mache jetzt erstmal 5. So. 5 Stück. So. Die machen wir als erstes. So. Dann. Lautlose. Leichter Helm, mittelschwerer Helm, Helm. So, das können wir ja dann schon mal machen. 1. Erstmal den Helm. Geht nicht, weil ich brauche perfektionierte. Ich hasse alles. Warum kann ich... Warum zum Henker? Baue ich die falsche? Perfektionierte. Schwere Polsterung. 5. Bitte. Ich kann aber nur 4 herstellen, weil... Weil ich kein gehärtetes Leder habe? Oder was ist jetzt... Ja, ich glaube, das ist der Punkt. Gehärtetes Leder ist der Punkt. So, lass mal gucken. Gehärtetes Leder. So. Kannst du machen. Okay, da braucht er Öl für und alchemistische Grundsubstanz. Alles klar. So, dann machen wir noch eine perfektionierte... schwere Polsterung. So. Okay, jetzt aber. Lautlose. Ich muss auf jeden Fall das Kostüm dann ausziehen, ne? Weil ich möchte gerne wissen, wie die wirklich aussieht. Lautlose Legion. Bauen. Okay, hier. Den Helm. So, dann brauchen wir... Schulterplatte der lautlosen Legion. Herstellen. Hallo, herstellen. So, dann brauchen wir... Stiefel der lautlosen Legion. Oberschenkelschutz der lautlosen Legion. Und Handschuhe, ne? Mittelschwer. Leicht. Hier. Ich hoffe, ich habe jetzt die richtigen Dinger gebaut.
Mit der Geschichte sollten wir wirklich unfassbare, krasse Rüstung haben. Und wie ja schon in den Kommentaren auch gesagt wurde, ist das wohl die beste Rüstung, die es gibt? Habe ich das richtig verstanden? So. Ich möchte jetzt natürlich einmal die komplette Geschichte anziehen, ne? Alter Schwede. Ja, na schön ist was anderes, ne? Warte mal. Weiß ich nicht. Also schön finde ich das nicht. Aber wir haben... Guck mal, was für eine Rüstung wir jetzt haben. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass wir... Also den Mantel... Ich brauche mal meine andere Rüstung. Vielleicht können wir kostümierend nochmal was anderes machen. Wisst ihr, dass wir quasi den Mantel nehmen? Ich nehme mal die ganzen Sachen hier kurz rüber. Mal gucken. Hier habe ich jetzt keine weiteren, ne? Nee. Lass mal gucken. So. Dass ich quasi den Mantel nehme. Wäre schon nice, ne? Aber das sieht ja auch kacke aus hier. Dieses Gebamse hier, ne? Nee. Kacke aus. Dann könnte man eigentlich schon fast sagen, dass man hier, dass man so läuft, oder? Aber wie sieht das denn aus? Ich glaube, ich brauche noch andere Kostümierungen, die wir dann hier reinbauen können, weil das sieht so kacke aus einfach. Geht gar nicht. Auf keinen Fall werden wir mit diesen Klamotten rumlaufen. So. Das bedeutet... Also wir lassen auf jeden Fall diese Rüstung an. Die Rüstung ist ja... Und hier, das kommt ja noch... Ach du Scheiße, das ist ja cool. Das heißt, wir haben mit der Rüstung auch noch einen Kälteschutz drin. Okay, Leute. Wir werden in der nächsten Folge... Ich bleib mal kurz nur mit dem Mantel. Und in der nächsten Folge gucken wir noch mal rein, was für eine schöne Kostümierung wir uns halt bauen können. Damit das einfach optisch ein bisschen ansprechender aussieht. Hier mit dem schönen Mantel. Oder vielleicht was völlig anderes. Mal gucken. Aber auf jeden Fall haben wir die beste Rüstung gebaut, die es gibt. Und haben auch doppelten Eisschutz. Das heißt, lautlose Legion in schwer. Mit fast 1000er Rüstung. Richtig, richtig nice. Das machen wir also in der nächsten Folge, dass wir uns einmal schick machen. Und dann geht's los mit Dekorationen. Ich habe Bock, die eine Mod noch zu testen. Das wäre mir sehr wichtig. Also vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Kommentieren. Und bis morgen. Macht's gut. Ciao.